Herzlich willkommen bei Games Talk TV. Heute zocken wir mal, es ist gerade, wie viel Uhr haben wir? 10:30, Slender. Sieht man hier auch genau. Ein kleines Horrorspiel, wo man mit einer netten Dame durch den dunklen Wald mit einer Taschenlampe geht und man muss 8 Notizen finden. Genau. Und sich halt nicht vom Slenderman, entdecken lassen. So, hier sieht man's. Die Taschenlampe, das ist die Sicht. Und ich kann auch mal die Taschenlampe ausmachen, weil dann sieht er uns nicht so doll. Aber so sieht das dann aus, das sieht man halt. Ja, wir sehen aber auch nichts, das ist das Problem. Genau, dann kann ich hier mal so ein bisschen... Wir reden auch jetzt nicht so viel, weil wir wollen es ja so ein bisschen auch auf uns wirken lassen, wie es ist. Genau, und dann suchen wir einfach mal die Notizen hier im dunklen Wald von Schneewittchen. Oder ne, Schneewittchen? Ne, komm. Ist egal. Märchengeschichten sind vom Slenderman. Vom Slenderman, genau. Ich gehe einfach mal hier so am Zaun so ein bisschen entlang. Aber ich glaube, da ist mehr was vielleicht. Aber die Zettel hängen immer an verschiedenen Stellen, ne? Genau. Und da muss ich jetzt nämlich gucken, wo was ist. Ich habe es ja auch schon mal heute Nachmittag gezockt. Da war es halt nicht so gruselig. Und da habe ich einen Slenderman halt gesehen, wie er auf mich zukam. Also nicht zukam, er blieb dann auch stehen. Aber wenn ich mich umgedreht habe und weitergelaufen, kam er immer ein Stück näher. Aber ich glaube, wenn man... Er könnte halt hinter jedem Baum überall lauern. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man noch keine Notiz hat, kommt der auch noch nicht. Nicht so wirklich. Nicht ganz. Deshalb weiß ich nicht. Ich könnte auch jetzt mal hier so ein bisschen zoomen. Aber das nehme ich lieber nicht. Sonst erschrecke ich mich noch ganz doll. Dann ist ein Auto. Ein Auto. Ein LKW. Mal gucken. Meistens immer hinten dran, ne? Oh, alles du. Oh. Ja. Hinten dran an der Seite kann das sein oder an dem Haus. Ich guck einfach mal. Jetzt ist ja noch alles still. Ich kann auch hier ein bisschen rennen, aber auch nicht zu viel, sonst ist die außer Puste. Da ist nichts. Da auch nicht, oder? Ne. Dann gucke ich mal hier an dem kleinen netten Gebäude. Genau. Auch nichts. Ne. Auch nichts. Cool. Wenn du eine Notiz siehst, ne? Oh. Ja, ich sag sofort Bescheid. Oh. Aber ich muss auch gucken mit der Taschenlampe, weil irgendwann... Oh, ein Auto. Mhm. Ich muss gucken mit der Taschenlampe, weil die Batterie geht irgendwann alle. Deshalb, ich könnte jetzt so machen, aber dann habe ich immer das... Dann steht es auf einmal vor mir, wenn ich nicht umschaue. Hm? Genau. Und nicht stehen bleiben, auch ganz wichtig. Genau, stehen bleiben ist immer ist so nicht so, also kennt man ja auch aus Filmen. Da ist ein Zettel, der erste. Oh, don't look, or it takes you. Or it takes you. Nimm den mal. Und jetzt fängt die Musik an. Jetzt ist nämlich... Ja, jetzt könnte... Das ist, glaube ich, die Schritte von. Aber wir wollen jetzt mal unsere Schnauze mal auf Deutsch gesagt halten. Genau. Ein bisschen. Oh, wir flüstern nur, aber ich weiß nicht, ob man das dann noch hört. Ja, das ist das Problem. Ich glaube nämlich nicht. Dieser Musik, ich mag die Musik jetzt schon, ehrlich gesagt. Vor allem, wir spielen hier in Dunkel, muss man jetzt sagen. Ja. Wir haben alles dunkel gestellt, extra nur für diese Aufnahme. Um halt selber so ein Feeling zu bekommen, so ein bisschen. Weil es halt ein scheiß Gefühl, dass man weiß, er könnte überall lauern. So. Was war das denn? Ich bleib nicht stehen, ne? Boah. Wow, oh, fuck, ey! Boah. Jetzt aber schnell weg, ey. Okay, der legt jetzt schon los, der kleine in Slenderman, unser lieber Freund von nebenan, unser Herbert-Nachbar. Jetzt gerade ab dieser Stelle hat mein Herz ein bisschen. Ja, weil man weiß, er kommt immer näher. Du darfst jetzt nicht stehen bleiben, ey. Genau. Kacke, ey. Noch nicht mal den zweiten Zettel gefunden, ey. Und schon liegt er so ein bisschen... Ist das ein Gebäude? Nee, das ist ein Betonrohr. Betonrohr, genau. Da ist er. Oh, der verfolgt uns aber richtig. Ja, das müssen wir mal schauen. Da steht er hinter dem Baum. Ja. Der ist nicht so schnell, ne? So. Nee, aber wenn du jetzt stehen bleibst und dann kurz nach hinten guckst wieder, dann ist er schon näher. Also lauf mal ein bisschen. Ich mache jetzt auch nicht die Taschenlampe aus, ehrlich gesagt.
Dann kriege ich einen Herzinfarkt. Und das in meinem jungen Alter noch. Noch keine zweite Notiz gefunden und noch immer... Nach hinten drehen will ich eigentlich auch nicht so gerne, ne? Nee. Was ist denn das denn? Baumstämme oder was? Baumstämme. Selber reden jetzt nicht so viel, weil erstmal müssen wir Ausschau halten nach den Zetteln und zweitens habe ich jetzt keinen Bock, wenn er jetzt wirklich hinter einem oder irgendwo von der Seite kommt, ey. Ja, und ich das bin, hasse ich wie die Pest. Ich zitter, meine Hand, eine Hand zittert ein bisschen. Ja gut, das muss ich jetzt zu zweit, eigentlich ist es nicht so schlimm, aber ich denke mal, wenn man so ganz alleine sitzt im Raum und dann schön den Sound ja, richtig wir haben aber alles dunkel, stellen wir die Noten. Oh, Kanister. Zettel vom Berg. Genau, ich guck einfach mal jeden Kanister ab, aber ich hab so das Gefühl, dass ich... Ich sag, vorhin hab ich den einmal schon kurz gesehen, ey. Da hast du aber falsch die Taschenlampe geläutet. Da ist ein Haus. Da ist Zettel. Jetzt wird's noch schwieriger wahrscheinlich. Oh, always watches, no eyes. Also ist das so ein Kollege, der ist noch einer. Oder ne, noch nicht wissen, wie viele die sind. Du weißt nicht, guck dir mal hin. Normalerweise. Da ist noch nur die. So, aber jetzt. In Gebäuden ist noch blöder. Genau. Aber wenn er einem folgt. Ist das gut auf der Erde? Ne, ja, das sind Blätter, glaube ich. Ein Stuhl. Ich hab keinen Bock um Ecken. Ich hab, die Horrorspiele sind ja eigentlich, ich mag Horrorspiele, aber ich kann sie nicht immer spielen. Nee, gesagt. Das stimmt, also... Und das ist ein Horrorspiel. Das soll mal ein Zettel dort sein. Das hier. So, das wird's immer schwieriger und auch immer hier die Taschenlampe, glaube ich, aus, ne? Ja. Geh nicht wieder da in die Richtung, wo du herkommst. Geh mal woanders her. Da hab ich keinen Bock drauf, ey. Ja, das ist unser lieber Nachbar. Einfach denken, das wäre ein netter Mensch. Der Slenderman. Ist er nicht. Das ist das Problem. Boah, meine Hand ist ganz schwitze. Du machst doch hier nichts. Ich spiele doch hier die ganze Zeit. Ja, aber trotzdem. Also, nee. Fuck, ey. Boah. Jetzt aber schnell weg. Der ist flink, der Kleine. Komm ab im Wald. Aber jetzt ist schlapp die Frau, ey. Kann ich auch nichts. Aber der taucht wirklich überall auf, ne? Ja, das ist... Frag mich, was das für ein Typ... Wenn, wenn du jetzt dich umdrehen würdest und siehst ihn und bleibst dann stehen, bleibt er auch stehen. Erst wenn du dich wieder umdrehst, dann kommt er näher immer wieder. Ja. Da habe ich keine Lust durchzugehen. Nee. Aber wir sind wieder am Rohr, ey. Boah! Ey, jetzt komm! Da lang. Ja. Also, hast du gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Aber ich versuche mich so zu unterdrücken, weil ich schließlich das spiele gerade. Das ist doch wieder der Zaun, wir sind wieder in der Enge getrieben. Oh, ist doch nicht der Zaun. Doch, doch. Scheiße. Nee, doch nicht. Nein, das ist noch die... Weggabelung. Ne, aber da... Ne, doch nicht. Genau. Aber wir laufen jetzt eigentlich wieder zurück. Aber überall kann ein Zettel hängen. Oh. Das darf mir nicht passieren. Du willst jetzt mal im Dunkeln rumlaufen, nur das ist noch blöder. Ja, und ich hab das... Dann ist schon wieder raus. Ja. Oh Gott, ey. Ne, das nee, ist... Ne, ach so, die Wand. Ich hasse die Wand, ey. Er könnte jetzt auch vorne stehen, glaube ich, oder? Nee, nur von hinten oder von der Seite. Da ist er, Walter, guck da. Wir dürfen nicht stehen bleiben, ja. Da ist der Zettel. Kannst du da hin? Ich nehme irgendwas mit One Away. Das ist der Zaun. Nicht wieder so zurück.
Boah, der verfolgt uns, der Mensch, ey. Eigentlich ist das Spiel, wenn man nur läuft und man weiß, er ist hinter einem, eigentlich nur... Wenn das so einer wäre, der überall so... Ne? Ja, von allen Seiten, unter jedem Baum, das wäre dann heftig. Ja. Aber bis jetzt ist es noch nicht. Und wir müssen halt merken, dass er hinter uns ist. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie anders laufen. Ja. Der verfolgt einen wirklich. Der ist so... So, 4 Zettel haben wir jetzt, fehlen uns noch 4. Notizen aus seinem Tagebuch. Aus seinem Tagebuch, ne? Was ist das? Was ist das? Das ist so ein kleiner, großer... Einer Mensch oder irgendwie Gestalt. Ohne Gesicht, ohne... Ich will nicht an diesem Stein vorbei jetzt gehen, da hängt vielleicht einer, aber... Der ist hinter mir, deshalb muss ich erstmal versuchen... Ja, genau. Da ist wieder was Großes vor dir gewesen. Da. Das ist ein Gebäude. Ach, ein Turm. So was ähnliches, oder? Ja. Ja, irgendwo was. Ah, oh, ne, waren wir doch da. Doch was, oder? Nee, nee. Zettel. Jetzt kommt noch mehr Geräusch. Jetzt ist er vielleicht auch überall mal. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass er sich auch ändert. Ja, pro Zettel wird er immer Och, dieser Mensch, ey. Scheiße, ey. Das ist so ein Stalker. So. Schlimmer wäre es, wie gesagt, wenn er jetzt hinter Baum hervorkommen würde, ne? Ja, ich würde so erschrecken. Also, puh, was war das denn jetzt gerade? Das war sehr unerwartet, dass der da kam. Man hat nur noch... Also ich muss jetzt sagen, besten wir machen gleich mal ein bisschen wieder Licht an. Ich muss sagen, meine Hände, die schwitzen ein klein wenig. Du hast ja gesagt, deine Hände zitterten. Ja, ich habe ja... Das war wirklich unerwartet. Ich dachte mir so, wir sind jetzt... Der ist hinter uns irgendwo. Ja, und dann... Hört ihr jetzt ein Geräusch und ich sagte ja nur so... Oh, so? Hm? Und auf einmal... Ey... Also. Ja, und das war jetzt dann also ein kleiner Einblick in Slender, den Horrorspiel. Wirklich Horrorspiel. Man kann wirklich den Namen verdient sagen, dass es ein Horrorspiel ist. Genau. Holt es euch einfach, das gibt's einfach zu downloaden. Ich kann ja den Link auch einfach reinstellen in die Dings hier. In den, wie heißen das nun mal? Ist egal. Ich stelle den Link einfach dahin. Ne, ich fällt's jetzt nicht ein. Nee, und dann werden wir auf jeden Fall. Also ich werde es so noch mal ein bisschen versuchen, um halt mal wirklich 8 Zettel zu bekommen, um zu schauen, was dann da ist. Ja, ich werde es nicht mehr abends spielen, ehrlich gesagt. Ach, Schisshase. Na gut. Nee. Okay, das war's dann mit Slender. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss.